Bären auch, ja. Okay. Hallo und willkommen zurück zum Bären- und Sammelsimulator. 2015. Valheim. Grüß euch. Servus. Servus. Hab ich jetzt richtig dran gesetzt? Ich glaube schon, ja. Ah, nee, hab ich nicht. Verdammte Axt. Irgendwie ist es schon wieder verrückt. Was, du bist verrückt? Ja, das auch. Müssen wir dich einweisen? Ja, bitte. Okay. Das lernen wir daraus. Erst die Wand bauen, dann das Dach. Nice. Hat drei Federn habe ich gefunden. Na. Besser. Ja, okay, ist halt schöner. Danke. Also, du kannst halt besser bauen. Aber du könntest die ganze Base einfach um einen höher setzen. Jetzt, wieso brenne ich allweil? Komm, achso, jetzt bin ich durchs Feuer gerannt. Mhm. Wenn ihr jetzt noch in dem Feuer, was in dem Haus ist, dieses Gestell drüber macht, also ihr könnt da sogar zwei drüber machen, dann kannst du nämlich vier Sachen gleichzeitig braten. Ah, das macht Sinn. Okay. Du musst ja ziemlich weit außen die Gestelle setzen. Eins links, eins rechts, dann passt das. Eins fallen lassen. Oh, Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Ich mag dich ganz klar. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Jetzt gib endlich dein Fleisch her. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Sonst nehme ich mir ein Schaf. Wildschwein, 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 weil ich keine Hirsche mag. Ein Kronleuchter, meinst du? Ja, Lust heute. Ne? Ja, ist ja ein Kronleuchter, ne? Richtig? Ja. Was da schon perfekt ist, dreckig. Und dein Fernseher auch. Ja, sicher. Wenn ich jetzt eine Steinachs aufhoben, wer schmeißt denn hier seine Steinachs weg? Ich glaube, das war ich. Wenn man doch kaputt ist. Ich hab nicht gewusst, dass man es reparieren kann. Ja, war eine kaputte. Ja, ja. Meinst du, der will das eins da innen setzen? Nicht für die Geige. So. Ich hab meine Wildschweine fertig. Aber wir brauchen noch weitaus mehr von den Wildschweinen. Alter, ich glaube, wir haben weit kaputt gemacht. Wie repariert man das denn? Wenn du an der Werkbank stehst. Auf der Werkbank? Auf den zweiten, nee, und dann auf den Reiter, da steht ich drauf. Kannst du draufdrücken auf den Hammer-Symbol und dann repariert er alles eins nach dem anderen. Recht praktisch. Ja, super einfach, ne? Und kostet nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also, wir Weiter. Brauchen noch, ja, Hirschfell haben wir glaube ich genug, aber Lederreste brauchen wir 20 Stück, um die Werkbank nochmal abzugraden. Es geht natürlich das Dachstück nicht. Es geht das Dachstück natürlich nicht mehr rein. Servus, Hudin. Das gibt's doch nicht. Es geht immer eins zu tief oder eins zu hoch. Gibt's da irgendeinen Trick? Ich hab keine Ahnung. Irgendeine Tastenkombination oder sowas? Dreh dich mal und guck auf das andere Dach beim Setzen. Ach so, Gelände überlappen, Umschalt links.
Kann man Kiste aufrüsten? Geht nicht, gell? Nein, am Anfang noch nicht, aber man kriegt hinterher noch bessere Kisten. Also da sind zum Beispiel Buchen zusammen, das heißt, du kannst damit auch neue Buchen anpflanzen, ne? Ja, das auch noch, wow. Und wenn der Essen zu lange auf dem Dings lässt, dann Ich hab's ist kaputt. Das ist Kohle. Also irgendwie zieht der Rauch nicht ab, das ist schlecht. Da musst du was machen. Gerade echt viel Rauch. Er zieht ab, aber nicht in der Menge, wie er entsteht, quasi. Dann macht er noch so ein Dach drüber. Genau daneben. So eine Luke. Mhm. Na gut, jetzt qualmt auf jeden Fall aus dem Haus raus. Na denn? Dann lassen wir es so. Ja, man hätte es jetzt anders umsetzen können, ja, aber erstmal ist jetzt auf jeden Fall weniger Rauch hier drin, weil es funktioniert. Hauptsache es funktioniert, oder? Dadurch kriegen wir Schaden hier drin. So, echt? Ich brauche Holz. Ja, jetzt ist deutlich besser. Holz ist dann in die Kisten drin, dann habe ich genug rein dann. Aha. Das heißt, aha. Ja, aha halt. Aha. Sun always shines on TV. So, da brauchen wir 1, 2, 3. Oh, reicht erstmal. Ah ja, ich kann ja mal ein Level weiter gehen und 2 Etagen bauen. Oh ja, das war cool. Du kannst ja noch Ebenen hier reinsetzen, ne? Achso, ja, draußen habe ich schon Boden gemacht. Da kannst du dann rüber bauen. Ah, ich bin also hier außerhalb der Werkbankbereichs. Ah ja, okay. Mit der Steuerungstaste könnt ihr Items direkt in die Kiste reinpacken, ne? Und mit Shift könnt ihr sie halbieren. Ah, direkt okay. In die Kiste rein, das ist cool. Wird schon wieder dunkel, gell? Ich habe jetzt innen an dem Feuer habe ich 2 solche Sachen dran gesetzt, ne, zum Kochen. Ah ja, okay. Cool. Ja gut. Wir brauchen extrem viele Wildschweine. Wirklich? Zum Essen oder was? Nee, wir brauchen 20 von den Lederdingern, um diesen Gerbertisch dazu machen für die Werkbank. Was ist ein Gerbertisch? Ja, um Leder. Die Werkbank zu verbessern. Ah. Gerben ist also auf Stufe 3 oder herstellen. Was? Genau. Also ich habe mit der Axt dieser Holzstamm mit der Axt daneben ist verbessert die Werkbank. Und wenn ihr jetzt noch diesen Gerbertisch dabei packst, dann wird die nochmal verbessert. Cool. Du musst weniger Gegenstände mit rumtragen, Scherzkeks. Bin zu schwer. Für diese Welt. Hm, da hinten leuchtet doch was. Das ist ja, das nimmt ja schon Formen und Platz. Buchsamen. Das nimmt ja schon Formen und das kommt mir sehr gut. Hast du schon wieder das ganze Holz verbraucht oder was? Ja. Hat wer? Ja, ich. Ja, wurscht wer. Aber ich. Natürlich sind nur 25 Rinnen. Im nächsten sind dann nur 30 Rinnen. Da will ich jetzt nur mal 50 rein. Also, na 100, also mehr mit 100, 200 Holz ungefähr. Brauchst nicht sammeln gehen, gell?
Was ist denn das? Dieses Buchensamen? Ah, zum Pflanzen. Das, da kann man seinen eigenen Wald machen. Okay, mhm. Okay. Mein lieber Masken. Nee, Skelett-Trophäe. Wo ist denn das wieder her? Ich habe ein Skelett getötet. Ich habe ein Skelett getötet. Tegere. Ach, mit dem Bogen ist das Jagen schon viel einfacher. Du hast schon einen Bogen. Naja, habe ich doch gesagt. Dann habe ich es wieder fast. Ja, aber doch, du machst für jeden einen Bogen. Ja, ist klar, so viel Material, dann habe ich auch. Ich nicht. Echt jetzt? Das geht so nicht. Warte mal, Lea, die hat auch einen Bogen. Nö. Nicht? Doch nicht. Aber bald. Ja, ein Lederrest brauche ich noch. Ja, und 20 brauchen wir für das Upgrade. Ich habe kein Holz mehr, die ganzen Holz weg, da habe ich den. Mein Gott, hier liegt schon wieder irgendwo ein Steiner gesungen, was soll denn der Kack? Der ist nicht von mir, ich weiß, diesmal nicht. Was geht denn da? Ich hab Federn. Mein Essen? Achso. Neue Pfeilarten. Noch besser. Also den Bogen sollten wir schon haben für den Boss. Für den Boss? Ja, für dieses Boss-Ding da. Ja, war nicht schlecht, ja. Hä? Warum hat er denn jetzt eine Mauer da gebaut? Ich hab doch... Ach, ich hab nicht auf den Repariermodus. Ah, bin ich doof. Na gut. Nimm den Hammer und drück einfach mittlere Maus. Das kann er auch nicht mehr. Papa, das musst du auch, denke ich. Ah, danke. Ach, bei der beziehungsweise meiner Maus funktioniert das auch? Ja, ja. Cool. Bei deiner ja nicht mehr. Ja, ich weiß, du hast sie auch benutzt. Sehr witzig, das bin ich nicht schuld. Gehst du noch schön raus? Nö. Danke. Ich hab da Honig in die Kiste gelegt, aber den sollten wir nicht essen. Den brauchen wir später noch. Du, was ist besser? Holzpfeil oder Feuerpfeil? Mein Holzpfeil ist mir ist klar, aber macht ist Feuerpfeil hat das irgendeinen Nachteil? Halt nur ein brennender Fall, ne? Der ist halt für, je nachdem, was du für Gegner hast. Du siehst ja die Werte, die er hat. Ja, ja, klar. Also dann mach einfach mal 20 Holzpfeile. Feuerpfeile. Bingo! Und dann machen wir 20 Holzpfeile auch noch. Bingo! Und dann machen wir nochmal 20 Holzpfeile. Bingo! So. Und das jetzt jedes Mal Bingo? Jetzt nehmen wir, ne? Bingo! So, ich lege euch die 60 Pfeile in die letzte Kiste, ist mit dem offenen Kiste, genau. Darf ich fragen, was das mit dem Bingo soll? Bingo. Wieso Bingo? Ja, was soll das? Bingo. Bist du an Spielen oder was? Hey, kennst du den Ausdruck nicht, Bingo? Doch. Ja, eben, alles dann. Alles dann, alles dann, alles dann. Bingo. Na, Bingo sage ich deswegen, wenn mir was gelungen ist. Bingo. Ah, ich dachte, du meinst Maler Ingo. Ihr habt Pfeile gemacht. Und das waren. Bingo. Jeder sein Bingo. Bingo-Pfeile eben. Ah, ich bring schon wieder erst. Also, das Feuer steht wirklich ungünstig. Ja, dann reißt du das Feuer da weg. Wir haben doch hier drin das Feuer. Und da draußen brauchen wir doch nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Passiert. Alea legt sich mal wieder nur schlafen. Ja, wie immer halt. Das hat eine Frau.
braten hier. Ja, ich habe all mein Fleisch gebratet, deswegen. Ich muss warten, bis es hier Tag wird, weil sonst kann ich nicht auf Jagd gehen. Mathis legt sich auch schlafen. Nacht, Mathis. Ja, wenn alle schlafen gehen, dann haben wir Tag. Mathis, warum legst du dich neben mir? Wirklich, oder was? Ja. Ja. Dann gehen wir alle schlafen. Wirklich hat mein Bett abgerissen, ich hab gar kein Bett mehr. Dann liegt das doch entweder da zu den beiden oder da, wo du stehst in die Ecke. Ja, ja, das mache ich, aber ich muss erst mal bauen. Aber eher zu den beiden, weil, ja. Ich kann kein Bett bauen, weil ich kein Holz habe. Warte mal, ich baue dir eins. Nee, ich baue mir schon selber was. Oder baust du eins? Ja, ich kann ja ruhig schon eins bauen. Alia, also, warum brennst du? Ich nehme mal. Möbel, Bett. Wohin soll ich es denn stellen? Wohin willst du es haben? Ja, da in den Sektor. Hier? Ja. So an die Wand? Hm? Aber du willst ja bestimmt nicht mit dem Kopf zur Tür liegen. Nee, umdrehen. Liegt das auch nicht hier in der Wand? Ja, was machen wir denn jetzt? Schlafen oder nicht schlafen? Ja, schlafen. So, jetzt musst du das nur in Anspruch nehmen und dann kannst du schlafen. Passt. Also ich schlafe schon. Ego. Ja, ich komme ja. Entschuldigung. Alter, er schläft da schon? Das ist ja cool. Hört so. Das zieht. Ist ja schon gut. Und wir müssen hier die Fackel mal woanders. Gute Nacht, Mathis. Bitte, schau. Du schläfst ein und planst die Arbeit für den nächsten Tag und im Traum erledigst du sie. Du hackst Holz, suchst nach Nahrung, jagst nach schnellen Wild. Guten Morgen. Guten Morgen, Mathis. Hast mir keinen Kuss gegeben. Es gibt Grenzen im Leben. Sehr große Grenzen. Grenzen. Ja. Auch nur noch Holz, ja, ich geh Holz sammeln. Warum ist das? Warum sagt man das nicht? Oh, achso, das kann ich. Okay, passt schon. Warum ist da ein heller Baum? Ist der andere? Hat noch sowas, gell? Zu stabil. Aha. Ja, Birken kannst du doch nicht. Warum nicht? Und Eichen auch noch nicht. Da brauchst du anderes Werkzeug für. Birken musst du meichen, Buchen sollst du wuschen. Oder so ähnlich. Also ja, das ist Buche perfekt. Und Tanne, die kannst du kaputt machen. Okay. Jetzt, was ist da los? Gehst weg da zu Tier, du. Ich hock die um. Komm her. Böser. Die haben gar kein Loot drinnen, oder? Ach doch. Haben die ein Loot drinnen, diese Monster? Ja, Harz. Meistens Harz. Später okay. Kriegst du die auch noch, die bringen was anderes dann. Okay. Ach, ich hasse Wildschweine suchen. Kannst du stundenlang für brauchen. Wirklich. So, Jetzt komme ich zurück. Jetzt habe ich nämlich genug Stoff für meinen Bogen. Na, du hast den Stoff zusammengekriegt. Ich bin Schweine jagen gegangen. Lederstoffe, deswegen. Du brauchst 8, um einen Bogen herzustellen. Also, du hast einfach Wildschweine gesammelt, oder wie? Ja, Wildschweine. Ah. Ich sage ja, jetzt bin ich ja am Farmen nach Wildschweinen. Wie viel gibt Leder so ein Wildschwein? 1. Oh Jesus. Also deswegen ist es ja auch gar nicht verkehrt, wenn man anfängt, die zu zähmen. Ah, da muss aber ein zwei nehmen, oder? Ah, das hält nicht. Ah. Also und wenn du ein Bauteil baust, Max, um die Antwort zu beantworten, die ich sie eben gestellt hast, wenn du ein Bauteil baust, was rot ist, dann stellt es zusammen. Das vorkommt aber nicht gestellt, aber ist okay, danke. Doch, du hast gefragt, woher man die sterbliche Identität erkennt. Ach so, aber nur beim Bauen. Ja. In Nachhinein nicht mehr. Nein. Okay. Ja, das ist ja uninteressant, weil entweder kannst du es bauen oder du kannst es nicht bauen, ne? Okay.
Wo sieht man denn das Gewicht? Ja, ich habe kein Holz nicht, mehr. Ja. Okay. Ach doch. Ah ja, doch keine Fische. Da, das ist ein Tier, das ist ganz viel. Oh, war ich auch gerade am Jagen. Da vorne steht noch eins. Geh mir erstmal meinen Bogen holen. Also, ich meine, das geht, dass du um die... Wenn du vorsichtig bist, kannst du, glaube ich, um die Wildschweine so einen schnellen Zaun bauen. Und dann kannst du die zähmen. Da können sie ja nicht weglaufen. Schnellen Zaun ist cool. Finde ich auch. Au. Oh, wir sind so. Das ist wichtig, so bing. Bing. Da liegt was, gell? Gut doch. Hintere liegt da. Achso, bin ich schon drüber gelaufen. Sehr gut. Lag da. Verlegt gerade, konnte man mit der Hake Beete anlegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich hab keine Hake dabei. Ich hab keine Ahnung davon. Mit Treppe. Cool. Brauchst du Holz? So. Zwei Grünlinge erwischt. Graulinge. Wie auch immer. Lederreste. Wie viele Lederreste brauche ich? Alles egal. Laufen, 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 nicht sterben, laufen, laufen, laufen. Ich bin in einem anderen Gebiet. Gefährlich. Ah, okay. Böse, böse Gegner. Wirklich? Ja, ganz böse, böse Gegner. Warum gehst du da hin? Am Farmen, immer noch. Ist auch voll gefährlich. Ja. Immer noch. Die Gefahr. Ich lebe die Gefahr. Deswegen habe ich ja Karottensamen. Apropos, Ronny, unter der Treppe ist eine Kiste. Da ist Holz drinnen. Alles klar. Danke. Wenn ich das benutzen darf, gerne. Sicher, das ist ja da. Naja, irgendeiner muss es ja sammeln, ne? Ja. Ich sammle meine Ressourcen normal auch selbst. Naja, aber du bist der bessere Bauer als ich, weil ich habe nur Scheiße gebaut. Naja, so schlimm war es auch nicht. So schlimm war es auch nicht. Es war nur nicht gerade, das ist alles. Naja. Dann musstet du bauen. Ich habe kein Problem damit. Was ist das? Bienenkönigin. Aha. Ja, damit kannst du eine Bienenhaus bauen und damit kriegen wir die ganze Zeit Honig. Cool. Nice. Die habe ich vorhin eingesammelt. Schön. Ich arbeite gerade an unserer Luxusheim. Naja, die Treppe ist schon geil. Die High-End-Variante von dem einem Haus.
Aber die Bäume wachsen ja eh wieder noch, also braucht man so keine Ressourcenprobleme machen. Oder, Matthias? Bitte? Die Bäume wachsen ja wieder nach. Ja, aber du kannst die halt, kannst ja halt auch selber pflanzen dann, ne? Okay, das werde ich dann machen. Ich bin auch schon ziemlich lange raus. Also ich habe ewig nie mehr gespielt. Bis jetzt hat sich auch einiges verändert, was ich jetzt schon sehe immer. Okay. Im Gegensatz zu den Anfängen von dem Game. Aber ich finde es, auch wenn die Grafik jetzt nicht so ist wie die realistischen Spieler, ich finde es recht witzig. So. Macht ja auch Spaß, das Game. Ja, ist sehr ansprechend. Baumfeld! Rot noch? Gibt's so Truthähne in dem Spiel? Was? So Truthähne gibt. Max fantasiert wieder über Fleisch. Ja, oder ist das irgendwas her da? Das tut wieder runter. Nein, das sind die Hirsche. Ah, hier sprach man doch, oder? Nicht? Nein, Wildschwein. Wildschwein. Ah, was ist denn die? Das wird ja ziemlich hoch, das Haus. Cool. Die bringt ja wieder Holz. Ja, wobei also die Stabilitätsintegrität Kisten... wird jetzt schon gelb. Die Kisten müssen wir mal ein bisschen hier gucken. Na, da draußen habe ich 1, 2, 3, 4. Habe ich schon 250 Holz drinnen. Also noch höher mache ich es auch nicht. Ich glaube, sonst bricht es auch zusammen. Wo kann man denn überprüfen, welche Stufe man ist? Du hast kein Leveln. Du levelst nur die Dings, die Fähigkeit. Gegenstände hoch. Achso, da steht's hier, genau.